S kakšnimi vtisi odhajate iz Snovika? Also, wie war es hier in Snovik für euch? Also, wir haben wunderschöne Eindrücke mitgenommen. Wir sind am Freitag am Abend hergekommen. Es war schon dunkel. Wir haben dann Abendessen bekommen und haben dann noch einen netten Abend in der Pizzeria verbracht mit Singen und Spielen. Gestern am Samstag sind wir aufgewacht und haben die schöne grüne Landschaft gesehen. Dann sind wir nach Ljubljana gefahren und haben eine schöne Stadtführung bekommen mit einer Bootsfahrt. Am Nachmittag hatten wir Probe für unser gemeinsames Chorkonzert und am Abend dann das Konzert selbst, wo wir auch gemeinsame Lieder gesungen haben mit unseren Freunden von Slowenien und danach noch eine ganz nette Feier mit Essen, Trinken, Singen, Tanzen, Musik. Es war wunderschön. V petek zvečer so prišli tukaj, bilo je še temno. Zjutraj, ko so se zbudili, so videli vso to zelenje, vsa to zeleno dolino. Bilo jim je zelo všeč, odšli so tudi v Ljubljano, kjer so imeli ogled mesta, peljali so se tudi s čolnom. Potem pa so imeli skupno vajo za koncert in potem tudi sam koncert, kjer so se imeli super, so plesali, peli in se s prijatelji zabavali. Boste to sodelovanje še nadaljevali? Wenn Sie diese Freundschaft noch immer zu weit machen, ja? Das haben wir vor, ja. Mhm. Also wir wollen uns in 2 Jahren wieder in Österreich treffen. Und dann wollen wir auch noch mehr gemeinsame Lieder singen. Weil das gemeinsame Singen ist das besonders schön, weil das verbindet die verschiedenen Völker und Menschen. Namen imajo se čez 2 leti spet dobiti in to v Avstriji, ker jim je zelo všeč to skupno petje, ta povezanost med Slovenijo in Avstrijo in upajo, da se bo imeli še boljš, kot do zdaj. Hvala lepa za pogovor. Na koncu prosim še za vaše cenjeno ime in priimek ter funkcijo. Wir bitten euch auch euren Namen und was sie in dieser Gruppe singt, eigentlich, der Lieder, ja? Ja, ich bin die Chorleiterin und mein Name ist Andrea Wiesinger.